fast schon sträflich wenig Spiele haben wir an diesem Wochenende gesehen, Tim. Aber wir hatten nochmal den Luxus, wir waren gemeinsam bei einer Partie und ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, wenn wir sagen, das war so ein Samstagabend, der nochmal richtig, richtig Spaß gemacht hat. Ja, Recht gegen Emmels, ein Spiel, auf das wir generell ziemlich Lust hatten vorher. Ne? Also beides Mannschaften, die ich in den vergangenen Jahren persönlich eigentlich eher selten sehe, weil sie ja in der P2 spielen und ja, es hat irgendwie selten gepasst, aber auf das Spiel hatte ich Lust, weil ich sowieso große Lust hatte, rechts zu schauen. Eine Mannschaft, von der ich sehr viel halte in dieser Saison, die für mich ganz klar in den Top 3 spielen, schon vor dieser Partie. Und ich glaube, dieser 5:0-Sieg hat meinen Eindruck nochmal bestätigt. Auf der anderen Seite war ich auch sehr gespannt, wie Emmels auftritt nach dem kompletten Neustart, kann man ja schon fast sagen, in der Mannschaft, auch im Trainerteam. Und auch Emmels hat mich überzeugt, muss ich sagen. Das hört sich bei einer 5:0-Niederlage vielleicht ein bisschen seltsam an oder ein bisschen, ja, unter dem Motto, er will nichts, kein böses Wort verlieren über eine DG-Mannschaft, aber Emmels hat doch Eindruck hinterlassen bei mir. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft sich im Endeffekt so im März, April in ganz tiefer Bedrängnis finden wird. Ganz kurz, Christoph, bevor wir unser Intro machen, wie siehst du das? Das würde ich so unterschreiben. Ich habe in den ersten 20 Minuten Emmels gesehen, das so dermaßen präsent war und eine klare Idee hatte, wie sie spielen wollen, ohne dass das dann nach vorne so ultra gefährlich wurde, das jetzt nicht. Aber die Art und Weise, wie sie auftraten, wie auch die jungen Spieler ja, direkt Verantwortung übernehmen in einigen Situationen dann auch auf dem Spielfeld, die lassen mich da doch auch gemengt mit den beiden ersten Spielen sagen, dass Emmels diese Saison zwar im Abstiegskampf ist, weil das ist ja, wie sagt man so schön, am Anfang der Saison jede Mannschaft, aber am Ende der Saison nicht mehr sein sollte. Ja, effektiv. Wir haben auch noch ein Spiel aus der dritten Provinzklasse und zwar war ich am Sonntag bei knackigen gefühlt 48 Grad bei Lonzen gegen Uttler. Und da habe ich auch einiges von mitgebracht, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe im Prinzip auch gerade vor 10 Minuten, wir sind hier gerade um 5:30 Montag im späten Nachmittag, ist aber nicht Abend. Für einmal, dass wir so früh aufnehmen können. Genau, es fühlt sich fast an wie morgens. Ja. Oh boah, weißt du noch die Zeit, als wir um 5:45 oder so aufgezeichnet haben? Ich kann mich noch dran erinnern, ich habe ein nachhaltiges Trauma davon getragen. Das war aber auch teilweise noch früher, das oder? Das war noch früher. Also das war 4 Uhr so und so. Genau, das war bevor Marvin dann zur Arbeit nach Luxemburg fuhr. Ja. Und das war für uns beide total unpraktisch. Und ich weiß auch, einmal habe ich den Wecker ausgemacht und bin quasi in dem Moment, wo mein Kopf wieder auf dem Kissen zurücksank, direkt wieder eingeschlafen und habe die Folge verpennt. Da erinnere ich mich nicht mehr wirklich dran. Nee. Standet bei mir vor der Tür, kann mich abholen und wollte natürlich nicht klingeln, weil bei mir im Zuhause mal alles schlief. Und stimmt, da mussten wir dann noch abends antanzen und das super spät aufzeichnen, richtig, irgendwie sowas. Richtig. Und da hatte ich so ein schlechtes Gewissen hatte ich lange nicht mehr. Vor allem in dem Wissen, dass du auch mitten in der Nacht aufstehen musstest, im Endeffekt für gar nichts. Tja, das war noch zu Studentenzeiten, da tut das auch manchmal gut. Ja, okay. Aber wie gesagt, ich habe noch Lonzen gegen Uttler und was ich sagen wollte ist, ich bin gerade quasi fertig geworden mit dem Spielbericht, deswegen ist bei mir alles noch sehr frisch im Kopf. Und ich glaube, es wird eine interessante Folge. Aber erstmal unser Intro. Wolltest du noch was sagen? Nee, alles gut. Ich wollte jetzt einfach unterschlagen, dass ich noch was sagen wollte. So sehr freue ich mich auf dieses Intro. PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Ball, direkt vom Platz, direkt ins Studio. Christoph, ich würde sagen, wir fangen direkt an, denn es ist eine englische Woche, es überschlagen sich die Ereignisse. Aber jetzt mal ganz kurz eine Klammer auf. Ich finde es schön, dass ich anfange mit, wir fangen zügig an, jetzt mache ich eine Klammer auf. Aber die Frage kam mir gerade in den Sinn, weil du bist ja Trainer einer Damenmannschaft, die zwar gerade nicht so viele englische Wochen hat wie die Herren, aber trotzdem, ich glaube, als Spieler ist das wirklich heftig, oder? Na, ich glaube, es gibt ja auch einige Spieler, die so mit dem Trainingsalltag nicht allzu viel anfangen können. Ich glaube, für die ist das eigentlich noch ganz nett, sage ich mal. Ich glaube, was vor allem heftig ist, ist, dass die Spieler ja alle berufstätig sind daneben. Ja. Das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, wenn du jetzt aus dem Trainingsalltag rauskommst. Also wenn du jetzt normal trainieren würdest und das ist dein Beruf,
dann wird es halt irgendwann viel, wenn du das quasi 6-7 Wochen am Stück hast. Aber ich glaube nicht, dass du so 3 Spiele die Woche, also 2 Spiele die Woche, aber du rechnest das ja quasi dann immer auf 8 Tage, dass das dann so problematisch wäre. Ich glaube, dass es für die Trainer hier und da auch nervig ist, weil du halt dann wirklich fast gar nichts mehr bearbeiten kannst in Vorbereitung aufs kommende Spiel. Also gerade wenn du Donnerstag spielst, das Sonntagsspiel, ja, ja. Das spielst du dann halt. Ja, ja. Ein Sonntagsspiel spielt sich nicht, das gewinnt man. Genau. Ja, und dann glaube ich schon, dass die Mannschaften, die einen breiteren Kader haben, da auch eher von profitieren als eine Mannschaft wie Billingen beispielsweise, um jetzt einen Vergleich zu nehmen, weil ich gesehen habe, dass Billingen, glaube ich, auch am Wochenende nur 14 Spieler im Kader hatte. Dann sind diese Wochen natürlich heftig. Ja, ich kann aber auch aus Erfahrung von uns beiden sagen, dass es bei uns auch schon anstrengend ist, oder? Also jetzt gefühlt in einem Monat, na, nicht mal in einem Monat, ich meine, wir sind der 2. September, die Saison hat angefangen am 17., 18. August, weil aber Zornsfeld und Billingen und Büttchenbach waren da sogar am 15. schon. Also das sind gerade mal 2 Wochen jetzt und wir sind schon am, wir blicken auf den 5. Spieltag. Das ist auch schon Stunden nicht bei uns zusammen, ne? Ja, ja, da muss man immer sagen, für mich ist das ja wirklich mehr Hobby als sonst irgendwas. Sobald es voll in Anstrengung ausarten würde, dann würde ich dann auch irgendwo die Notbremse ziehen. Aktuell macht es noch richtig Spaß. Mhm. Ja, und das beste Beispiel dafür ist wirklich das Spiel vom Samstag, wo wir eben auch zusammen sein konnten. Ja. Das ist schön. So zwischen den Trainerbänken. Noch eine schöne Anspielung auf die Parksituation vor dem Spiel. Vom Weißen Panther. Ja, siehst du, das kann auch nicht jeder sagen, dass ein Peter Jartes einen auf seine Parkkünste anspricht. Ja. Da hast du auf jeden Fall schon mal den Jackpot gehabt an diesem Wochenende. Da würde ich dir fast schon Bonuspunkte fürs Tippspiel geben für so eine Aktion. Ich bin bereit dafür, sehr gerne. So 20, ne? Würde ich sagen. Genau. Dann können wir auch aufhören. Ja. Ich glaube, das ist so ungefähr die Anzahl Punkte, die wir auf eine Saison machen. Ja, weil wir haben jetzt tatsächlich von den beiden Spielen, die wir getippt haben, wieder nur 2 Punkte jeder gemacht. Und zwar eben bei Recht gegen Emmels. Wir haben beide auf relativ hohe Siege getippt. Du hast 3-1 gesagt, ich habe 4-1 gesagt. Es ist noch höher ausgefallen, 5-0 sogar. Wobei wir da auch, glaube ich, beide der Meinung sind, und das haben ja auch sogar die Rechter gesagt, dass das im Prinzip 1-2 Tore zu hoch ausgefallen ist. Das Recht gewonnen hat, ist völlig in Ordnung für mich. Das Recht 3-0 gewonnen stand, ist völlig in Ordnung für mich. Du hast halt dann am Ende halt mal so ein Tor, wenn du nochmal Gas gibst, wenn noch die Einwechselspieler nochmal was zeigen wollen und deswegen noch ein bisschen neuen Punch aufs Spielfeld bringen, dann ist es ja oft so, dass am Ende noch ein Türchen fällt. Deswegen wäre auch ein 4-0 in Ordnung gegangen. 5-0 liest sich natürlich extrem brutal aus Emmelser Sicht. Und wenn wir ehrlich sind, nach den ersten 20, 25 Minuten, bis das 1-0 von Recht dann fiel, hat Emmels auch eigentlich keine 0-5 Klatsche verdient. Nee, da deutete auch ehrlich gesagt gar nichts darauf hin. Also ich glaube, die erste richtige Torschance war in der 24. Minute. Ja, passenderweise dann auch der Torschütze zum 1-0. Liam Langer war das, der da dann am zweiten Pfosten dann nach einer ersten richtig schönen rechter Kombination dann zum Abschluss kam, den dann aber nicht im Tor unterbringen konnte. Dafür dann aber einen Distanzschuss mit dem linken Fuß. Ich habe mir sagen lassen, dass Liam nicht der arrivierteste Torschütze ist bei Recht, aber wenn, dann meistens so Dinger macht, wo man vor dem Spiel garantiert nicht mit gerechnet hat. Und das war dann auch so eins, ein bisschen unglücklich aus Emmelser Sicht, weil der Torwart noch dran war und ich glaube, den Header auch haben können. Mhm. Noch unglücklicher für Emmels war dann natürlich der direkte Doppelschlag, 2-0 dann durch Armin Gulag, ein super Freistoß, den ich sehr gerne gefilmt hätte, aber ich war zu blöd. Ja, das ist effektiv. Also das war auch ein Bild für die Götter. Die Enttäuschung, die dir danach ins Gesicht geschrieben stand, die hatte auch was für sich. Ja, der Freistoß, der war sehenswert und dann gehen wir trotzdem so ein bisschen drauf ein, was du gemacht hast. Du hast nämlich ein sehr schönes Foto von diesem Freistoß gemacht. Total dumm, ey. Wir sind ja angehalten beim Grenzecho auch Videos zu machen, weil Videos hübschen einen Artikel auf und wir wollen nicht drum herum reden, Videos generieren auch Klicks und Klicks generieren Money.
Aber außer bei uns. Außer bei uns, genau. Aber ja, ich hatte, ich meine, so Freistöße und Ecken sind halt immer gute Momente, um ein Filmchen zu machen. Elfmeter natürlich noch besser, weil ich meine, ich stehe auch keine 90 Minuten am Spielfeld und schwenke von links nach rechts. Jedenfalls dachte ich mir, Armin Gulak tritt zum Freistoß an aus guter Position, das wäre noch eine Möglichkeit zum Filmen. Öffne meine Video-App und bin eigentlich auch der Meinung, ich hätte auf Video gedrückt, habe allerdings dann irgendwie nicht auf Video gedrückt. Auf jeden Fall habe ich ein schönes Foto, wie Armin Gulak anläuft und das war es dann aber auch. Und das hat mich kolossal geärgert, weil den Freistoß auf Video zu haben, wäre schon geil gewesen. Ja, also da musste auch Dani Lehn, also der Trainer der Emmelser, zugeben, dass der eigentlich perfekt geschossen war. Mhm. Viel besser konntest du den nicht schießen. Ja, Armin Gulak hat das Tor dann auch ausgiebig gefeiert. Das finde ich ja sowieso sympathischer als dann Spieler, die gegen den Ex-Verein dann hier so einen auf Low-Profile machen. Das kann ich noch aller Limit verstehen, weißt du, wenn du 10 Jahre in einem Verein gespielt hast, aus der eigenen Jugend kommt und dann irgendwann zu einem größeren wechselst und dann so ein Beispiel, wenn Markus Klauser mit Raachen gegen St. Fit trifft oder so. Wobei ich mir vorstellen kann, dass Markus dann trotzdem noch gejubelt hätte. Ja, aber ich bin absolut deiner das Meinung. Könnte ich dann nachvollziehen, aber gut, wie bei Armin Gulak, der hat 2 Jahre alles für Emmels gegeben und jetzt gibt er alles für Recht. Da kann man auch mal seine Tore feiern. Finde ich auch. Ich finde das auch im Profibereich immer total dämlich. Also in dem Moment, wo ein Spieler wechselt, schließt er mit dem Kapitel vom anderen Verein ab. Also selbst wenn jetzt, ich würde sagen, der Spieler, wo ich mir denke, der wird nie für einen anderen Verein spielen, ist gerade Thomas Müller, kommt mir gerade in den Sinn. Aber jetzt lass ihn mal jetzt vollkommen fantasiemäßig nach Dortmund wechseln. Wenn der dann gegen die Bayern trifft und jubelt, wäre ich jetzt keiner, der am Fernsehen sitzt und denkt, was ist das denn für ein Judas, der soll hier nicht jubeln, der ist halt jetzt in dem Moment in Dortmund. Und dann ist es halt eben so. Man muss es vielleicht 20 Jahre alles für Bayern gegeben, aber ist halt jetzt in Schwarz-Gelb und dann darf er auch jubeln, meine Güte. Ja, man muss es vielleicht nicht ganz so provokant machen wie ein Ousmane Dembélé gegen Barcelona, aber gut, ich meine, bei Ousmane Dembélé, da spielen, glaube ich, auch noch ein paar zelebrale Faktoren eine Rolle. Glaub, da ist ja, glaube ich, relativ viel Leere im Kopf. Die ist bei Thomas Müller, glaube ich, nicht so vorhanden, die Lehre, und bei Armin Gulak auch nicht. Nö, das würde ich auch behaupten. In der zweiten Halbzeit haben wir dann, würde ich sagen, den härtesten Schuss, den ich bisher in meiner Reporterkarriere gesehen. Also ich glaube, da willst du auch gar nicht mehr die Hand zwischenhalten. Nach einer Eckenvariante, die, wie man uns erzählt hat, in der Halbzeitpause entstand, kam Nator Gehlen da im 16er zum Abschluss mit links Vollspann vollkommen in den Winkel. Ja, ich glaube, der Ball, wenn kein Tornetz da gewesen wäre, wäre der Ball bis nach Belvo geflogen. Also das war wirklich, ich glaube, die Richtung, da geht es eher nach St. Fit, ne? Boah, frag mich, was ich dir beantworten kann. Denk drüber nach, ich halte einen Monolog und dann frage ich dich weiter. Nein, Quatsch. Aber ja, das ist wirklich, also das ist ein Moment, wo ich gerne im Provinzfußball so eine Kilometer-pro-Stunde-Statistik gehabt hätte, weil das war auf jeden Fall im dreistelligen Bereich. Ja, aber der hatte auch kurz, in der ersten Halbzeit hatte er auch so einen Schuss, wo er wirklich ansatzlos, einfach nur weil er ein bisschen Platz hatte, noch nicht mal groß angelaufen, dann war ein Schritt, bumm. Ja. Und der Ball, der geht los. Also das, da muss man auf jeden Fall zur Stelle sein als Abwehrspieler, um diesen Schuss gar nicht erst zuzulassen. Ja, effektiv, weil du kannst eigentlich davon ausgehen, sobald Nator Gehlen mal Maß nimmt und den Ball reinhaut, dann landet er auch im Tor. Also das ist in 9 von 10 Fällen so. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt ist das Spiel erstens gelaufen, wobei wir den Moment eigentlich schon fast nach dem 2:0 hatten. Aber du kommst dann aus einer Pause raus und Emmels denkt sich, vielleicht geht ja irgendwie noch was, wenn wir ein bisschen Glück haben. Aber dann, was machst du für ein überraschtes Gesicht gerade? Ich gucke mir gerade auf der Karte an, wohin der Schuss geflogen wäre. Und tatsächlich war er Richtung rechtes Eck, aus Sicht des Torwarts, also linkes oberes Eck ging. Das wäre Richtung Belvo gewesen. Ah ja, guck mal an. Also Hut ab, Tim. Ja. Danke, ich alter Geografie-Experte. Dann gab es dann effektiv dann die Schlussphase, wo Recht dann nochmal drangezogen hat, gerade auch in dem Sinne, als dass Romain Heinrichs aufs Feld kam, der ja in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, auch von Verletzungen geplagt war und dann nochmal zeigen wollte, was er noch kann. Und das hat er auch gemacht, hat das 5:0 geschossen, nachdem Armin Gulak seinen Doppelpack perfekt gemacht hat und das 4:0 erzielt hat. Und das war 89. 90. Minute und dann wurde es für Emmels dann auch wirklich bitter.
Und wie gesagt, es waren fast alle der Meinung, dass das dann zu hoch ausgefallen ist. Hängst du noch auf Google Maps? Nee. Am Ende spielt Recht das ja dann auch sauber aus, muss man dann sagen. Es waren ja zweimal ähnliche Szenen. Auch eindruckerweckend, wie Armin Gulak da in der 89. Minute noch den Ball hinterherjagt. Da merkt man schon, der hatte richtig Bock auf das Spiel. Und der sagte auch nach dem Spiel, dass das super motivierend ist, vor 300 Zuschauern in so einem Gemeindederby zu spielen. Und er sagte den wunderschönen Satz, «A derby ist dann zu jou, passt das gern?» Ja gut, aber der Satz ist ja uralt. Ja, aber weißt du, wenn einer so sein Interview damit anfängt, das ist immer cool. Dann hast du halt deinen Titel eigentlich schon. Ja, wobei ich ihn dir abgenommen habe. Ja, ich weiß. Es passte vom Layout besser. Aber egal, ist ja nichts Böses. Es stand ja trotzdem im Text drin. Ja. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir von Recht in diesem Jahr sehr viel erwarten. Ist ja auch, was wir nachher noch mit ein paar Rechtern besprochen haben. Ich habe ja auch, ich sage klar und deutlich, also wenn Recht so weitermacht, sowohl in dieser Saison als auch in Sachen Neuzugänge, in Sachen Mannschaftsaufstellung, jetzt nicht in einem Spiel, sondern generell für eine Saison, dann sehen wir Recht in ein, zwei Jahren in der ersten Provinzklasse, bin ich felsenfester Überzeugung. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das könnte ich mir vor allem auch dieses Jahr schon gut vorstellen. Ja. Aber dafür muss Konstanz rein. Ja. Also ich meine nicht die Stadt, sorry. Oh Gott. Okay, jetzt haben wir wohl echt einen neuen Tiefpunkt. Ja, tut mir leid. Ich bin nicht müde genug. Es ist nicht spät genug abends. Da kommst du auf die Idee, noch schlechtere Witze zu machen. So, sprich weiter. Genau, aber dafür muss halt Konstanz rein. Ich glaube, das wird dieses Jahr wirklich darüber kommen. Die Mannschaft, die in dieser zweiten Provinzklasse halbwegs konstant die Ergebnisse einfährt, das muss ja nicht unbedingt die Leistung sein, die stimmt, sondern erstmal die Ergebnisse einfährt, die wird dann auch Meister werden. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, weil normalerweise ist es meistens die Mannschaft, die am meisten Konstanz an den Tag legt. Aber in den letzten Jahren hast du es immer mal wieder gesehen, sei es in der dritten, sei es in der zweiten Provinzklasse, dass du mit einer Serie von 10, 11 Spielen, die du am Stück gewinnst, dass du da direkt oben reingespült wirst oder wieder zurückkommen kannst. Ich glaube, dieses Jahr wird es einfach super schwierig, so eine Serie überhaupt zu starten, weil die Mannschaften alle auf einem hohen Niveau auftreten. Das sieht man, ein Rochrad verliert jetzt am Wochenende gegen Stavlo, hat davor 3 Siege in Folge eingefahren. Stavlo, das wiederum gegen Emmels verloren genau. hat. Ne? Also da sieht man schon, da ist alles möglich, wie man so schön sagt. Ja, weil du siehst ja auch, dass die Mannschaften, die man oben erwartet, und da nehme ich jetzt das Trio Welkenrad, Weiwerts und Recht, das ist mein Top-Trio, dass die bisher auch nicht fehlerlos geblieben sind. Na, Recht, klar, hat jetzt 2 sehr hohe Siege eingefahren, 5-0 gegen Emmel, 7-2 gegen Lorbeer-Moresche. Davor dann aber auch ein paar Startschwierigkeiten gehabt. Welkenrad hat wiederum eine 1-4-Klatsche von Weiwerts kassiert und Weiwerts verliert jetzt am Wochenende. Weiwerts hat ja generell nicht den Saisonstart erwischt, den es sich erhofft hat. Klebt ja eigentlich eher im unteren Tabellendrittel fest. Von daher, wie du sagst, Rocherath hat jetzt zum ersten Mal Federn gelassen. Es gibt keine Mannschaft in der P2, übrigens auch nicht in der P3, die bisher mit einer perfekten Ausbeute hervorsticht. Wobei, P3 müssen wir natürlich eine Klammer machen. St. Vith hat ein Spiel weniger. Also ja. St. Vith hat bisher eine perfekte Bilanz, aber halt noch ein Spiel in der Hinterhand. Ja, St. Vith, die gegen die Turkania Wallonia Weißmus Femmerwill an diesem Wochenende gewonnen haben. Ich wollte es jetzt noch anbringen. Ich finde es auch interessant, wenn du dir die Statistiken so anschaust in der P2, dass keine Mannschaft jetzt defensiv so richtig überzeugt, bis auf Audrimont eventuell. Die haben aber dann vorne auch nur 4 Tore in 4 Spielen gemacht. Torverhältnis von 4-3. Also, man weiß, wo das Spektakel sitzt. Genau. Dementsprechend ist das auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit. Audrimont, die dann auch gegen EYB dann Punkte liegen lassen. Für Emmels eventuell dann wieder ein Ort, wo man dann auch schauen kann, dass man wieder punktet. Wobei jetzt erstmal, ja genau, das steht jetzt am Donnerstag an, Emmels gegen Audrimont. Genau. Ja, und wir können da mal ein bisschen über Emmels sprechen. Das ist ja auch eine große Unbekannte wegen des großen Umbruchs in der Mannschaft. Aber mir sind vor allem 2 ganz junge Leute aufgefallen am Samstag, von denen ich sage, also liebe Emmelser, haltet die mal. Und das ist in einem David Huppertz und dann deinen Interviewpartner Louis Heinen, beides 2006er, also ganz junge Leute. Die haben mich überzeugt. Also die haben wirklich 90 Minuten lang
nur gekämpft. Lui Heinen hat, glaube ich, so dermaßen viele Zweikämpfe geführt und ist auch in der 89. noch von vorne nach hinten gerannt. Natürlich meistens dann, was offensiv angeht, frustrierend, weil es ist halt kein Tor dabei rumgekommen. Mhm. Sei es von ihm selbst, sei es dann durch eine Aktion, die er auf den Weg gebracht hat. Und trotzdem hat er es weitergemacht. Ist er dann auch belohnt worden mit einem Interview mit dir. Aber das sind welche, würde ich sagen, haltet die mal, weil die könnten für ein großes Plus sorgen, wenn sie mal die Erfahrungen sammeln. Ja, genau. Ich glaube, das ist das, was Emils jetzt braucht. Eine Saison, wo sie sich vielleicht auch überraschend leicht halten. Weiß man ja jetzt noch nicht, aber das wäre Emils zu wünschen, weil sie dann auch vielleicht noch ein paar von den noch jüngeren mal ins kalte Wasser schmeißen können. Das Schlimmste, was Emils halt passieren könnte, wäre viele verletzungsbedingte Ausfälle. Sie haben ja jetzt schon, glaube ich, 4 Verletzte oder so. Wenn da jetzt noch ein paar mit dazukämen und du gezwungen wärst, dann die jungen Man auf den Platz zu schicken und die dann in einer Drucksituation dann plötzlich die Leistung bringen müssen, das wäre, glaube ich, wirklich suboptimal. Wenn sie aber, lass uns mal fabulieren, im Februar oder März, wenn da schon absehbar ist, dass die Klasse eigentlich so gut wie gehalten ist, dann sind das die Momente, wo die dann schon mal Erfahrungen sammeln können. Dann haben sie nächste Saison eine Saison, um dann noch mehr darauf aufzubauen, vielleicht dann noch ein Jahr, um es zu festigen, und dann hat man da in 3 Jahren eine Emmelser Mannschaft aus Emmelser Jungs, die gut P2 spielen können. Was ja exakt das Ziel von Trainer Dani Lehnen ist und auch das Argument, warum er überhaupt zugesagt hat. Genau. Und lustigerweise sind das wirklich exakt die Sätze, die ich vor einem Jahr über Lonzen gesagt habe. Also Lonzen oder Emmels ist jetzt im Prinzip an dem Punkt, wo Lonzen letztes Jahr war, wobei Emmels dann doch noch ein bisschen mehr Erfahrung drumherum hat, finde ich. Aber de facto mit den ganzen jungen Spielern, die Erfahrung brauchen, das hatten wir letztes Jahr in Lonzen auch mit weiß ich nicht, Niklas Kicken, Vico Vanero, François Düsse, Ludwig Bühler, die alle mal ihre erste Saison in der P3 oder generell im Seniorenfußball gespielt haben. Die hatten aber einen schwierigeren Saisonstart, das hab ich doch richtig im Kopf, oder? Das ist ein Vorteil für Emmels. Ah, die haben schon ein paar Punkte gesammelt. Das ist der große, die große Differenz positiv für Emmels im Vergleich zu Lonzen. Ja, du hast jetzt gerade schon 2 Spieler angesprochen, du meintest aber auch eben schon im Intro, dass du Emmels von der Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, trotz des 0-5 aus Emmelser Sicht, stärker siehst als viele Beobachter auch vor der Saison. Habe ich das so gesagt? Nein, ich habe gesagt, dass ich sie nicht partout als großen Abstiegskandidaten. Ja, das würde ich dann so gleichsetzen. Ja, okay, wenn natürlich viele sagen, Emmels ist der Abstiegskandidat, dann hast du natürlich recht, ja. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dass die Mannschaft an sich innig stimmt und vom Teamgefüge stimmt. Da war es auch ein großer Unterschied ist zu den vergangenen Jahren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel im November, Dezember, Januar, wenn es mal schneit, wenn die Plätze unbespielbar sind, wenn die Trainingseinheiten langsam richtig nervig werden von der Art und Weise, wie man halt trainieren kann in dem Wetter. Ich glaube nicht, dass dann nur 4 oder 5 Emmelser da stehen werden. Ich glaube, dass die Mannschaft dann oder dass Dani Lehnen dann doch auf einige Leute mehr zählen kann als seine Vorgänger in den letzten Jahren. Und das ist natürlich ein großer Punkt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass du halt auch diese Stimmung in der Mannschaft, diese Mentalität, die Einstellung, die Emmels für mich über 90 Minuten gezeigt hat, auch bei 0-3, 0-4, 0-5, dass du die nicht nur bis Oktober mitnimmst und dann wieder ab März, sondern auch von Oktober bis März. Da bin ich aber sehr zuversichtlich, dass das... wie gesagt, das Spiel gegen Recht hat mir das gezeigt eigentlich. Also es ist jetzt nur ein Spiel, das ich von Emmels gesehen habe, aber... Ansonsten haben wir nur die Resultate, an denen wir uns so ein bisschen orientieren können. Genau. Aber auch die Aussagen von Jerome Stark, der ja bisher jedes Emmelser Spiel gesehen hat. Das wird dann, diese Serie wird reißen jetzt am Donnerstag. Ich glaube, sie spielen parallel. und er sagte auch, also es ist zwar das, was er erwartet hatte, also wie Emmels auftreten würde, aber es klappt schon viel besser, als er es zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison erwartet hätte. Und ich finde auch, die ersten 20 Minuten haben das gezeigt, aber es hat sich auch gezeigt, sobald du Recht den halben Meter mehr gibst, nutzen die das gnadenlos aus. Ja, weil das hat Emmels 20 Minuten oder 25 Minuten lang nicht gemacht. Das haben sie gut verhindert. Sie standen Recht quasi immer auf den Zehen, auf den Fersen, auf was auch immer. Also sie haben mit Haar und Haupt gekämpft und ihnen keinen Zentimeter gelassen.
Aber wie du sagst, sobald das einmal der Fall war, kam die eine Chance. Die erste war auch Liam, glaube ich. Ne? Genau. Genau. Und dann das Tor von Liam, der Freistoß von Armin. Und dann war es im Prinzip dann auch gegessen. Das war dann auch der Moment, wo wir gesagt haben, also zu 99% wird das aus Emmelser Sicht nichts mehr, auch wenn es nur 2-0 steht. Aber das lässt sich recht nicht mehr vom, die Butter lässt sich recht nicht mehr vom Brot schmieren, weil sich auch das bestätigt hat, was wir auch vorher gesagt haben. Also diese Offensivarmada, die haben, huiuiui, also da muss sich die P2 echt mal in Acht nehmen. Schade, dass sie jetzt gegen Welkenrad verloren haben. Das wäre dann so ein direktes Titelkandidatenduell, wo man dann mal richtig sieht, was Recht auf dem Kasten hat. Ich bin sehr gespannt auf Weiwatz gegen Recht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, was die Rechter mir erzählt haben, ist das am Kirmeswochenende von Weiwatz. Und da bin ich wirklich mal gespannt. Anfang Oktober, wenn ich 6. Oktober. Genau. Also das ist ein Spiel, da sehe ich mich auch noch fast. Ja, da kannst du auch hinfahren. Ich kann leider nicht. Also okay. Ja, ich habe selber Heimspiel. Okay. Ja, genau. Ich werde dir berichten, wobei ich jetzt natürlich auch noch nicht einen Monat... Film ist. Also mach ganz viele Fotos. Recht, Film ist doch, ich kann das einfach schicken. Jerome kannst du ja schicken. Genau. Nee, du kannst ja so eine Bildstrecke machen. So. Ja, so ein Daumenkino. 90 Minuten Daumenkino. 7 Milliarden Fotos brauche ich dafür. Okay, haben wir noch etwas zu diesem Spiel, Christoph? Ich denke, das hätten abgesehen wir soweit davon, abgefrühstückt. Abgesehen davon, dass Björn Hans vielleicht nicht mehr mit Weitschuss-Toren auftrumpfen wird. Ja, wobei, das war eine Spielverlagerung, die nicht ganz so aussah, wie sie gedacht war, sage ich mal, mit der schönen Bemerkung, dann, das kann nicht jeder. Ja, von Jerome Stark. Okay, schließen wir das Kapitel P2 für heute. Jo. Und öffnen das in P3. Sehr gut. Okay, Lonzen gegen Utler. Ein sehr interessantes Spiel, meiner Meinung nach, wo ich vorher gedacht hatte, entweder Utler macht Lonzen platt mit dem Wissen, dass er halt am Donnerstag gegen St. Fitz spielt und sich dafür mal so richtig Rückenwind holen werden. Oder halt der Rückenwind, den Lonzen sich geholt hat gegen Elsenborn, trägt den KSC so weit, dass sie Utler schlagen werden. Dazwischen gab es eigentlich für mich nichts, also ein Unentschieden war da eigentlich unmöglich. Wie ist es ausgegangen? Ja, Unentschieden. 1-1. Ich muss auch sagen, wir haben gestern noch telefoniert und ich hatte das Ergebnis gesehen und ich hatte mir tatsächlich auch nicht die famose Ligne du Temps in der App angeschaut. Deswegen, ich war der festen Überzeugung, Utler macht früh das 1-0 und Lonzen trifft spät zum Ausgleich, zumindest mit der Hälfte. Dieser Vermutung hatte ich recht. Mit dem späten Ausgleich. Genau. Also, wenn du möchtest, kann ich dir mal vorlesen, was ich alles zur ersten Halbzeit geschrieben habe, weil die endete mit 0-0. Die beiden Tore sind gefallen in der 88. und 90. Und da könnte man ja davon ausgehen, dass ich mich vorher 90 Minuten oder 88 Minuten total gelangweilt hätte. Aber ich habe allein in der ersten Halbzeit so viele Notizen genommen und Chancen aufgeschrieben, wie ich es bei so manchem 4-3 nicht mache. Und leider aus Lonzener Sicht sind 90% dieser Chancen und Notizen für Utler. Leider aus Utler Sicht gab es da kein Tor. Also wenn Utler zur Pause 3-4-0 gewonnen steht, dann kann Lonzen sich nicht beschweren, haben sie auch selber zugegeben. Aber das war, also ich gehe jetzt mal meine Notizen hier durch. Ich habe die erste Chance, 11. Minute, Fabrice Pind im 16er auf Jonathan Michaeli und Marvin Grote-Klaas rettet. Diesen letzten Nebensatz wirst du jetzt nur öfter hören. Luca Henkes hat es probiert. Ich lese das nicht alles genauso vor, wie ich es hier stehen habe, sonst wird das noch Da hätte ich auch Sorgen gehabt. Also ich weiß auch nicht, ob da nicht auch Leute abgeschaltet hätten. Ja, Luca Henkes hat es probiert. Gino Kumo hat es probiert. Marvin Verbaskott im Duell der Marvins gegen Grote-Klaas hat es probiert. Samuel Peters, nochmal Gino Kumo, nochmal Samuel Peters. Dann habe ich einen Gewaltschuss von Mario Kockelmann in der 40. aus 40 Metern oder 35 Metern. Der ging daneben. Also sie haben es probiert mit allen Mitteln, aus allen Positionen, mit dem Kopf, mit dem Fuß, mit keine Ahnung was. Und irgendwas war immer im Weg. Sei es Pfosten, sei es Latte, sei es Marvin Grote-Klaas, wie gesagt, sehr oft. Sei es aber auch das eigene Unvermögen, muss man dann auch ganz einfach sagen, in manchen Situationen. Eine Situation von Gino Kumo wurde abgepfiffen wegen Abseits, was dann auch nochmal unglücklich war. Will sagen, Lonzen konnte sich wirklich glücklich schätzen, dass Utler zur Pause nicht mindestens 3 Tore geschossen hat. Du beschreibst es ja schon. Lonzen kann sich glücklich schätzen, dass sie 2 starke Torhüter haben. Ja, hast du meinen Bericht schon gelesen? Nein. Der ist noch gar nicht online. Weil genau so habe ich es nämlich auch geschrieben. Tom Brandt hatte Probleme mit der Leiste
Und deswegen stand Marvin Grote-Klaas im Tor. Und genau das hat Trainer Dani Derrido auch nachher gesagt. Also ich glaube sogar im Wortlaut, dass Lonzen sich glücklich schätzen kann, diese beiden Torhüter zu haben, dass selbst wenn du einen Tom Brandt mal nicht im Tor hast, was ja bei 90% der Spielen der Fall ist, dass du dann einen Marvin in der Hinterhand hast und es gibt keinen Qualitätsverlust. Die Spieler können sich trotzdem auf ihn verlassen, auf den Torwart, wissen, da steht einer, der rettet uns den Hintern, wenn es mal bei uns nicht klappt. Und genau das hast du auch gesehen jetzt gegen Uttler. Wie gesagt, das geht zum ganz, ganz großen Teil auf Marvins Kappe, dass es da nicht 4-0 zur Pause steht. Das liegt bestimmt auch am Torwarttrainer, oder? An Gregory Theissen, natürlich. Ja, ich habe gesehen, der war jetzt da diesmal. Natürlich war der da, der stand auf der anderen Seite und hat sich gesonnt. Ja, ohne. Wie es sich gehört. Ja, ja. Das hat er sich wahrscheinlich bei Robin Schintz abgeschaut aus der gemeinsamen Zeit. Stimmt, das hat er auch ganz gerne gemacht. Ja. aber was schade bei Uttler war natürlich, ist, dass Tobias Greven nach 5 Minuten sich schon verletzt hat, hat einen Ellenbogen im Gesicht abbekommen von, ich glaube, es war Pierre Schmitz. Und hat ein Pfeilchen davon getragen, war auch kurz benommen, musste dann ein paar Minuten später auch raus. Ist natürlich auch kacke, ne? Wenn ein Außenverteidiger nach 10 Minuten schon vom Platz muss. Manuel Mutsch hat Mario Kockelmann reingebracht, Geburtstagskind Nummer 1. Das hat, also das, der ist, hatte Geburtstag am Sonntag, ist, wenn mich nicht alles täuscht, wenn mich meine Erinnerung nicht verlassen hat, 33 geworden. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ich meine, es wäre ein 91er. Und ich kenne ihn eigentlich fast nur, genau, 91er. Ich kenne ihn eigentlich fast nur als Offensivspieler, aber er hat auch schon Außenverteidiger gespielt, war gestern Rechtsverteidiger und hat seine Aufgabe auch mit Bravour erledigt. Und das ist natürlich dann auch auf Uttler-Seite eine Qualität, wenn du da auch wechseln kannst, ohne dass auch auf einer Position dann Qualitätsverlust zustande kommt. So ging es dann halt torlos in die Pause. Ja. Und das war, wie gesagt, glücklich für Lonzen. Wie ist Lonzen denn selber aufgetreten? Taten sie sich schwer, weil Uttler einfach drückend überlegen war? Oder war das auch vielleicht Teil des Plans, zu Hause halt nicht den Ball zu haben? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Teil des Plans war, weil gibst du Uttler 2% mehr Glück und 2% mehr Abschlussstärke, wäre Lonzen zur Pause untergegangen. Ja, also das kann nicht der Plan gewesen sein. Ja, wobei wir haben schon Trainer gehört, die einem nach einem, glaube ich, 0-3 zur Pause oder so sagen, ja, wir wollten sie kommen lassen. Wir brauchten diesen Druck zur Pause. Ja, ja. Nein, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Oder sie hätten bei 0-2 ihr System geändert. Sie sind einfach nicht konsequent in Ballbesitz gekommen. Also im Prinzip hatte Lonzen den Ball, hatte Uttler den Ball, war einfach viel zielstrebiger nach vorne und Lonzen hatte seinerseits kaum über die Mittellinie bzw. es recht nicht in den Strafraum geschafft. Da waren ganz wenige Situationen, wie zum Beispiel ein Pass von Pierre Schmitz auf Leon Kohnen und der legt sich den Ball aber zu weit vor oder dann ein Konter über Ludwig Bühler auf der rechten Außenbahn, der dann in letzter Sekunde gelegt wird von Dennis Brüls, der hat dafür auch die gelbe Karte gesehen, was völlig normal war, war ein taktisches Foul, weil er halt wusste, wenn ich dem jetzt nicht die Beine vom Leib reiße, dann ist der durch, dann steht es hier 1-0 für Lonzen. Das war eine gelbe Karte, wie sie im Buche stand. Das war es dann aber auch eigentlich fast schon aus Sicht von Lonzen. Ich gucke gerade mal in meine Notizen, aber das war es effektiv. Oh ja, das ist... Das ist dann wirklich wenig. Also zur Pause wohl. Ja, ja, ne? Zur Pause. Wie sah denn die zweite Halbzeit aus? More of the same? Nee, eigentlich nicht. Ich muss gerade überlegen, welche Sprache das war. Nein, ja, danke eigentlich nicht. Dir. Italienisch. Ja, es war zumindest nicht mehr so dermaßen Offensivdrang von Uttler zu sehen. Also die zweite Halbzeit war in Teilen auch in relativ mau. Es war mehr Mittelfeld, aber Lonzen hatte auch seine Chancen jetzt. Das muss man ganz klar sagen. Da tauchte dann auch Leon Kohnen vor Niklas Schmitz auf, der dann hält. François Düsse hat getroffen, geschossen. Dessen Ball wurde gehalten. Ja, dann kam die Schlussphase und dann ging es dann ab wie Zäpfchen. Dann kam nach 67 Minuten kam Jason Lallemand rein und 20 Minuten später macht er das Tor zum 1-0 für Uttler und Schuss platziert ins untere Eck. Da konnte diesmal auch Marvin Grote-Klaas nichts mehr machen. Und das war eine Eruption. Also da hat es das Gefühl gehabt, Lonzen gewinnt gerade mindestens die erste Tranche. Uttler gewinnt gerade mindestens die erste Tranche. Die ganze Trainerbank ist aufs Spielfeld, alle rauf auf Jason Lallemand.
der auch nicht sein erstes Joker-Tor geschossen hat in dieser Saison, sondern auch schon am ersten Spieltag gegen, sag's Christoph. Ah, die Turkana Valonia Weißmus Femovil. Getroffen hat. Irgendwann musst du die Frage mal genauso stellen und es geht mal nicht um den RFC TWWF, dann stehe ich richtig blöd da. Ja, aber ich weiß ja, dass ich die Frage nur stellen muss, wenn es um den RFC TWWF geht. Ja, oder um unsere Freunde aus Troppau, aber gut. Die spielen am Wochenende gegeneinander oder am Donnerstag sogar schon. Genau. Eins von beiden. Ja, irgendwann jetzt in dieser Woche. Auf jeden Fall. Und du bist nicht da. Nee, leider nicht. So, Klammer zu. Auf jeden Fall hat Jason Leimer Utler mit 1-0 in Führung gebracht und eigentlich dachte jeder, das war's jetzt. Aber Lonsen hatte eben noch einen Pfeil im Köcher und da hat Trainer Dani De Röde auch nachher ganz klar die Arbeit von Amy Weber angesprochen, Fitnesscoach. Und da hat Lonsen dann noch einen Freistoß gehabt von Mike Strumpfler auf die andere Seite, auf Tom Strumpfler. Der geht rein in den Strafraum und da war Nathan Antonio. Das zweite Geburtstagskind an diesem Tag, 21 ist er geworden und der köpft den Ball rein in der 91. Und dann, muss man auch so ehrlich sein, hatte Lonsen den längeren Atem am Ende und hätte sogar noch mit 2-1 gewinnen können. Also es hätte sogar noch ein richtiges Fiasko für Utler geben können. Ah ja, das wäre dann richtig bitter gewesen, vor allem wenn du das 1-0 feierst wie quasi den Sieg. Ja, ja, genau. Wobei ich möchte da auch, ich möchte Mario Seffer zitieren, müssen wir auch viel öfter machen, einfach Mario Seffer zitieren, der zur Pause schon zu mir sagte, pass mal auf, ey, einmal kommt Lonsen auch vorne und dann machen sie das Teil. Weißt du, dieser berühmte Fußballspruch, wenn du vorne nicht machst, kriegst du hinten rein und im Endeffekt etwas später, als er befürchtet hat, ist es dann tatsächlich so gekommen. Ja, der Spruch stimmt leider häufiger mal. Ja. Das ist super frustrierend. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du auf der anderen Seite der Geschichte bist, dann ist es halt auch ein sehr großes Glücksgefühl, wenn du gerade 88 Minuten lang gelitten hast und dann treffen kannst. Es war auf jeden Fall surreal, ne? Im ersten Moment rechts von mir die große Party, 2 Minuten später links von mir. Das war echt lustig. Ah, standest du neben den beiden Kultrentnern? Nein, die Bühne habe ich Gregory Tyson überlassen und Simon Braunleder. Nein, ich stand auch mitten auf der Terrasse oben. Ah, ja. Ja, stimmt, du gehst nicht so gern rüber. Die Terrasse in Lonsen ist dein Habitat, wie man so schön sagt. Ich gehe gerne rüber, wenn ich fürs Radio arbeite, weil ich da ein bisschen mehr meine Ruhe habe. Aber da war auch der gleißende Sonnenschein gestern und zumindest ab der, glaube ich, 30. Minute war bei uns ziemlich viel Schatten. Dann ließ es sich aushalten, aber ich glaube, alle Spieler haben gelitten und du auch als Trainer. Ja, wir haben einen guten Sonnenbrand im Nacken. Wobei es geht noch, zum Glück sind wir jetzt Ende August, wenn du das Anfang August oder im Juli so einen Sonntag erwischst. Also gerade mit unserem Hauttyp, wie man so schön sagt, ist das nicht optimal. Aber schon faszinierend, ne? Letzte Woche Kelmis Raren, wir kriegen dermaßen einige Zopp, dass wir bis auf die Unterhose nass sind. Und eine Woche später sind wir zwar auch wieder auf die Unterhose nass, aber wegen Schweiß und nicht wegen Regen. Ich finde das noch immer faszinierend, eine gezoppt kriegen. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der diesen Ausdruck nutzt für nass werden. Wir wurden gezoppt. Ja. Sagt man das nicht? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe es halt noch nie woanders gehört. Wahrscheinlich glaube, sagt man das so. Aber auch eher, wenn du Stromschlag abkriegst. Nee, das ist gezockt. Gezockt, ja. Oder? Super interessant auch für uns Zuhörer jetzt. Ne? Das ist super, wie wir... Schreibt uns an redewendungen@ppp.de. Genau. Eigentlich müsste man ja so eine Strichliste führen bei jeder Folge, wie oft wir abschweifen. Haben wir heute auch schon im Intro geschafft. Ja, wir schaffen es konstant. Direkt nach dem Intro. Also, naja. Apropos konstant, wie heißt die Stadt nochmal? Ja. Okay. Ich hatte es schon wieder vergessen. Bevor es peinlich wird, gehen wir auf die Donnerstagsspiele und auch auf die Samstag- und Sonntagsspiele. Bei eher Sonntag. Ich glaube, Samstag sind wir beide nicht unterwegs, ne? Oder vielleicht dann, wenn, dann spontan. Ja. Ich überlege gerade, wieso sollten wir Samstag nicht unterwegs sein, weil keine Spiele sind, oder? Doch, das wohl, aber meine Oma hat Geburtstag. Und ach so. Deswegen. Ja, ich bin aber nicht auf dem Geburtstag deiner Oma. Die hätte da kein Problem. Wenn ich sie frage, kämst du bestimmt auch noch mit rein. Ja, es kann sein, dass ich Samstagabend unterwegs bin. Okay, wo wir auf jeden Fall unterwegs sein werden, ist am Donnerstagabend. Und ich bin ganz klar bei Utler gegen St. Vith. Für beide Vereine auf jeden Fall eines der Saison-Highlights. Für Utler gerade, weil es ein Heimspiel ist, das Saison-Highlight. Und auch für mich ein Spiel, auf das ich, wenn der Spielkalender rauskommt, direkt mal schaue, wann es stattfindet. Weil das da ist Feuer drin auf jeden Fall, sowohl auf dem Platz als auch daneben. Und entsprechend viele Tore fallen meiner Meinung nach da auch. Trotzdem glaube ich, dass St. Vith die Punkte mitnehmen wird aus Utler. Und zwar mit einem 4-3-Sieg.
Ich glaube auch, dass St. Fit Punkte mitnehmen wird. Wobei, der Plural ist dann schon falsch. Ich rechne mit einem Unentschieden. Ich kann mir auch viele Tore vorstellen, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sich zwei Mannschaften, die gerade in der Offensive auch ihre Stärke haben, vielleicht etwas passiver an dieses Spiel rangehen, etwas vorsichtiger und sehe dann ein 0-0. Oh nö, bitte nicht. Das muss doch jetzt echt nicht sein. Also, liebe Spieler, nein. Von mir aus unentschieden, aber wenn dann aufwärts ab 2-2, das finde ich in Ordnung. So, Christoph, du bist vielleicht zu Gast in Billingen. Mhm. Vielleicht, ist halt noch nicht sicher, aber Billingen gegen Lonzen ist das andere DG-Derby am Donnerstag. Dann darfst du auch zuerst tippen. Ja, ich habe die Begründung, glaube ich, eben schon fast geliefert, als ich gesagt habe, die englischen Wochen sind für Billingen, glaube ich, nochmal undankbarer als für andere Mannschaften. Und Lonzen kommt aus einer guten Serie, sage ich mal. Zumindest schon mal zwei Spiele am Stück, wo sie punkten konnten, wo sie zumindest gegen Elsenborn auch zeitweise richtig überzeugen konnten, durften. Mhm. Ich sage 3-2 Auswärtserfolg für Lonzen. Ich wäre eigentlich auch auf Lonzen gegangen, aber dann gehe ich auf ein Unentschieden, auf 0-0. Nein, Quatsch. Ich sage, dass die Partie, das Billingen zum zweiten Mal in Folge 2-2 spielt, sagen wir mal so. Das scheint ja insgesamt so das Lieblingsergebnis von Billingen zu sein, diese Saison. Ja, effektiv. Dann blicken wir aufs Wochenende. Da, ja, ich habe es ja schon öfter gesagt, liebe P2, reicht mal ein paar Derbys nach hier. Es kann nicht immer nur Weiwerts, Honsfeld und Recht gegen Emmels geben. Ich will auch noch was anderes haben. In der P3 machen sie das schon ganz gut vor. Da gibt es nämlich 3 DG-Derbys an der Zahl. Leider auch alle, ich weiß nicht, ob alle zum selben Zeitpunkt sind, aber ich kann mich auf jeden Fall nicht teilen und würde behaupten, dass ich am Sonntag zu Gast sein werde an der Hofstraße. Schwarz-Gelb gegen Schwarz-Gelb. Bütchenbach gegen Wallhorn. Ah, das ist ein Spiel, das könnte man auch durchaus in der Endrunde nachher sehen. Wobei ich hoffe, das habe ich auch schon angesprochen hier im Podcast vor ein paar Folgen, dass bei beiden Mannschaften auch spielerisch so ein bisschen der Knoten platzt und dass sie jetzt nicht an Offensivfußball geizen, sondern den Fokus auf die Offensive legen. Denn sie haben ja auch gute Leute vorne. Entsprechend, ja, was tippe ich denn jetzt? Dass es eigentlich genauso bieder wird wie so manch anderes Spiel von den beiden oder dass es ein Spektakel wird? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich treffe mich in der Mitte mit mir selber und sage, dass Wallon die Punkte mit einem 1-2 Auswärtssieg nach Hause mitnimmt. Ja, das sagt man im Spiegelkabinett auch. Ich treffe mich in der Mitte mit mir selber. Sehr schön. Ich habe jetzt gar nicht gehört, was du getippt hast. 2-1 für Wallon. Ah ja. Oh, ja, okay. Dann tippe ich 3-2 für Bütchenbach. Das ist das Ergebnis, was sie auch diese Woche eingefahren haben. Ich glaube, sie werden das wiederholen und Ronny Collignon mit einem Doppelpack erneut. Ah, stimmt, die Bonustipps. Ist auch schön, das haben wir am ersten Spieltag eingeführt und dann konsequent vergessen, oder? Genau das. Okay, dann machen wir es aber nochmal jetzt. Okay, du sagst Ronny Collignon Doppelpack. Ich muss gerade mal gucken, welche Spiele wir haben. Ich kann jetzt auch nicht immer auf Dominik Preis gehen bei Lonzen. Der Running Gag nutzt sich auch irgendwann ab. Ich überlege mir gerade was bei Utler St. Fit. Was könnte denn da der Bonustipp sein. Ja, also wenn du ganz sicher Punkte einsammeln willst, dann irgendeine Abseitssituation, wo man auf der Kamera sieht, dass es kein Abseits ist. Ja, oder dass mehr als 500 Mann da sein werden am Donnerstag, ich weiß es nicht. Vielleicht fällt mir noch ein besserer ein, aber ich sage, dass ist auch irgendwie ein bisschen langweilig, aber ich sage jetzt einfach, dass Marvin Verbaskott gegen seinen Ex-Club trifft. Das ist irgendwie immer so ein Larry-Bonustipp, also jetzt nichts gegen Marvin Verbaskott, sondern einfach gegen deinen Bonustipp, ja, also sag's einfach. Gegen diesen Modus, dass irgendeiner gegen seinen Ex-Club trifft, aber wir haben ja noch ein paar Stündchen bis dahin, vielleicht fällt mir noch was anderes ein. In dem Sinne, glaube ich, sind wir durch, oder? Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Es gibt bestimmt noch das ein oder andere Spiel, was wir spontan besprechen können dann in der nächsten Woche. Wobei, mit der englischen Woche haben wir wahrscheinlich wieder mehr als genug zu erzählen. Das Und damit würde ich sagen, haben wir auch für heute mehr als genug erzählt. Richtig. Bis dann. Ciao. Das war PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Ball, direkt vom Platz, direkt ins Studio.